willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute einen Try-On-Fashion-Haul für euch. Denn ich habe in den letzten 2 Monaten mir so das ein oder andere Teil zugelegt. Und da hat sich hier so ein kleiner Haufen gebildet. Und ich dachte mir, es lohnt sich mal, euch die Sachen zu zeigen. Denn ich hole mir eigentlich sonst nicht so viele Klamotten. Deswegen wird sich das einfach nie lohnen, einen richtigen Haul abzudrehen, aber diesmal eben schon. Und ich habe übrigens, glaube ich, auch keins der einzigen Teile für den richtigen vollen Preis gekauft. Kann man das so sagen? Ich habe eigentlich alle Sachen im Sale sozusagen ergattern können. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen jetzt einfach mal alle. Viel Spaß bei dem Video und let's go! Ich fange mal mit Hollister an und zwar zeige ich euch jetzt als erstmal die 3 unspektakulärsten Sachen, würde ich so sagen. Und zwar habe ich mir 3 Hosen gekauft, denn die haben jeweils nur 21 Euro gekostet, was für Hollister Hosen echt günstig ist. Und ja, ich weiß nicht, die passen mir einfach immer voll gut. Und ja, ich habe mir einmal so eine ganz normal schlicht schwarze Hose geholt, die ist halt high-waisted und etwas höher geschnitten. Außerdem habe ich mir eine ganz normale helle Hose geholt und noch so eine ganz normale blaue Jeanshose mit 2 Löchern drinnen. Einmal hier so ein kleines und an den Knien 2 Stück, also es sind doch 3 Löcher. ja, und die ist halt auch so höher geschnitten und das finde ich halt voll gut, wenn man mal so irgendwelche bauchfreien Oberteile anzieht. Und ich habe halt nicht so viele High-Waisted Hosen gehabt, deswegen ja, habe ich dazu geschlagen. Außerdem habe ich mir einen, wie ich finde, mega schönen Jumpsuit gekauft. Der ist halt einfach dunkelblau mit so schönen weiß-hellblauen Blumenmustern und der sitzt halt oben schön eng, ist auch schulterfrei und ja, an sich mega luftig und einfach mega cool für den Sommer. Eigentlich wäre es das auch schon gewesen von Hollister. Allerdings gab es da halt so ein Angebot ab einem bestimmten Einkaufswert, den ich gerade nicht mehr weiß. Aber ab einem bestimmten Einkaufswert hat man auf jeden Fall eine Cap geschenkt bekommen. Mir haben aber 4 Euro gefehlt. Deswegen habe ich mir noch hier so 2 Lipglosse geholt. Einmal so einen pinken und einen roten. Ist halt nichts Besonderes, die sind ganz okay, aber ja, auf jeden Fall habe ich dadurch eine Cappy geschenkt bekommen. Die ist halt einfach voll schlicht, so dunkelblau mit dem Hollister-Schriftzug und ja, sieht halt so stylisch aus. Genau. Kommen wir als nächstes zu Forever 21 und hier habe ich echt mega die Schnäppchen gemacht und ich kann euch leider nicht versichern, dass ihr die Teile auch zu demselben Preis bekommen könnt, einfach weil der Forever 21 in meiner Stadt, wo ich wohne, zugemacht hat und deswegen gab es halt mega den Ausverkauf und ja, deshalb waren die Sachen mega reduziert und ich würde aber sagen, dass ich hier erstmal mit der Schminktasche anfange, weil die halt einfach relativ unspektakulär ist. Ja, ich fand halt nur das Design mega cool, wegen dieser Holo-Optik und ja, ich habe hier aber jetzt noch nicht mein Make-up drin, sondern die Ketten, die ich euch jetzt zeigen werde. Denn wie der ein oder andere weiß, trage ich mega gerne diese Joker-Ketten und die haben dort nur 1,99 gekostet und deshalb bin ich dezent ausgerastet und hab mir die ein oder andere Kette gekauft. Ich würde aber sagen, dass ich euch die jetzt mal am besten einblende, weil ja, ich möchte die jetzt nicht alle hier so in die Kamera halten. Deswegen blende ich euch jetzt mal ein, was ich mir so an Ketten geholt habe.
mal zu den restlichen Sachen, die ich mir so geholt habe. Und zwar zeige ich euch jetzt als erstes mal so ein Langarm-Shirt. Das ist eigentlich ziemlich schlicht. Das ist halt so mega luftig geschnitten, ist halt auch aus so einem richtig dünnen Stoff, was ich halt für den Sommer mega angenehm finde. Hat noch so eine Kapuze und an den Seiten so Cutouts, kann man das so nennen. Und das gleiche habe ich mir auch noch in hellblau mitgenommen, weil ich die halt einfach ganz chillig fand. Okay. Als nächstes habe ich mir so ein Kleid geholt in der Farbe Khaki. Ist eigentlich auch mega schlicht, fällt richtig locker und ja, hat so lange Ärmel von, noch so eine kleine Tasche und ich fand das irgendwie ganz schön. Außerdem habe ich mir hier noch so eine Sportleggings geholt. Die ist eigentlich mega schlicht, einfach schwarz, aber an den Seiten hat die halt auch so eine Art, naja, es sind keine Cutouts, es ist halt so eine Netzoptik. Fand ich ganz cool und ich dachte, dass mich das mal ein bisschen motiviert, wieder Sport zu machen. Ja, deshalb habe ich mir die auch zugelegt. Das nächste Teil, was ich mir geholt habe, ist ein Pullover in einer ziemlich knalligen Farbe. Der ist halt vom Stoff her so gehäkelt. Allerdings ist der vom Schnitt her aber wie so ein Hoodie, auch mit einer Kapuze und den Schnüren hier vorne. Und ich fand das irgendwie ganz cool, deswegen habe ich den auch mitgenommen. Kommen wir jetzt mal zu den Tops, die ich mir geholt habe. Und zwar zeige ich euch hier jetzt als erstes mal so ein relativ von vorne schlicht aussehendes Crop Top. Ja, einfach in so einem Bordeaux-weiß gestreiften Muster. Allerdings fand ich das von hinten aber mega cool, weil das einfach mal komplett offen eigentlich ist. Also es ist halt hinten nur geschnürt und das fand ich einfach mega schön. Das nächste Top ist auch wieder mega schlicht mit so Spaghetti-Trägern, einfach schwarz. Allerdings fand ich hier den Ausschnitt aber mega cool mit so gekreuzten Schnüren. Keine Ahnung, also ja, ihr seht ja, wie das aussieht. Ich fand das halt mega cool. Außerdem habe ich mir noch dieses Teil hier geholt in so einem mega schönen Rosaton. Das hat halt hier noch so einen Rollkragen und ist halt auch aus so einem gestrickten Stoff. Fand ich irgendwie auch ganz cool. Das letzte Top, was ich mir geholt habe, ist das hier und ich fand diesen Hellblauton einfach mega schön. Dieses Top sitzt auch schulterfrei und hat halt hier sozusagen eine zweite Lage, falls man das sagen kann, mit so einem Spitzenmuster. Und ja, ich fand das irgendwie mega süß und deshalb habe ich das auch mitgenommen. Dann habe ich hier eigentlich so ein Basic Langarm-Shirt, würde ich mal sagen. Einfach in weiß, hat hier so einen V-Ausschnitt und ist auch vom Schnitt her eigentlich relativ kurz geschnitten. Und ja, das kann man ja eigentlich immer irgendwie gebrauchen, deshalb, ja. Das nächste Teil fand ich auch mega cool und zwar ist es ein T-Shirt in einem cremefarbenen Ton, würde ich sagen. Ich fand hierbei aber den Ausschnitt so mega cool und zwar ist der halt einfach so geschnürt. Und ja, allgemein auch der Aufdruck gefällt mir mega gut. Das ist halt so eine Art, ja, Band-T-Shirt oder, also das kann man jetzt nicht so sagen, aber ist halt von Jimi Hendrix und ja, fand ich ganz cool und ist halt auch relativ lang, also kann man auch mit einer Leggings oder so anziehen und ja, fand ich ganz cool. Das vorletzte Teil ist ein Hemd. Ich würde mal sagen, so ein Holzfällerhemd, einfach in schwarz, rot, weiß kariert. Ja, sitzt auch relativ lang. Ich fand das aber mega cool, wie das von hinten aussieht, denn es hat so einen weißen Aufdruck am Rücken. Ja, da steht halt Let Your Heart Wander und ja, ich fand das irgendwie mega cool. Ja, weil das Hemd halt an sich eigentlich mega schlicht ist, aber wegen diesem Aufdruck sieht das halt, ja, cool aus. Genau. Das letzte Teil hatte ich schon in einem Video an, und zwar in dem Kylie Jenner Inspired Make-up Look Video. Das ist halt einfach so ein chilliger Pullover. Ja, der Stoff ist erstmal mega weich und der hat halt an den Ärmeln erstmal so einen Gangster-Schriftzug. Ja, den kann man halt auch unten so schnüren, was ich auch mega cool finde. Und
Ja, so, das war jetzt auch schon das letzte Teil und somit ist das Video auch schon zu Ende. An dieser Stelle würde es mich aber mega interessieren, welches Teil euch am besten gefallen hat oder welches Teil euch vielleicht auch gar nicht gefallen hat, kann ja auch sein. Also schreibt mir das mal unbedingt unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, hoffentlich, und ciao!